Wir sind jetzt seit 2012 sind wir Partner. Das war damals ein Riesenzufall. Man hat uns angerufen, weil der Zulieferer für Porzellan sich abgemeldet hat. Und wir sind sofort angestiegen, weil wir gesagt haben, okay, unser Unternehmen gibt es seit 2005. Wir haben beschlossen, dass wir immer in der Nähe der Küche sind. Wir produzieren jeden Tag Porzellan für die Küche, das ist das Hauptmaterial. Und für uns war es im Grunde genommen ein Glücksfall, mit dabei zu sein. Und seitdem ist im Grunde genommen diese Zusammenarbeit auch mit dem Verband der Köche ist hervorragend, weil wir hier im Grunde genommen mitentscheiden können, auf welchen Tellern angerichtet wird. Das heißt, wir können unsere Produkte in den Fokus setzen und auf der anderen Seite können die Köche mit den ganzen neuen Produkten arbeiten. Sie sehen, okay, die Schwierigkeiten bei einem Teller, weil es sollte nicht mehr dieser 0815 runde Teller sein. Wir haben da immer wieder neue Ideen reingebracht. Ich sag jetzt mal wie 2016. 2016 haben wir einen ovalen Teller auf die Olympiade gebracht. Es wurde noch niemals auf einem ovalen Teller auf diesen Wettbewerb gekocht. Und auch dieses Jahr war sehr anspruchsvoll für uns, weil auch der neue Wettbewerb mit dazu kam, Chef's Table. So was machen wir im Chef's Table? Wir haben da gesagt, komm, wir gehen da komplett in eine andere Richtung und wir geben den Köchen 9 verschiedene Teller zum Anrichten. Das heißt, die können sich aussuchen. Es gibt ein 7-Gang-Menü, sie haben 9 Teller zur Verfügung oder das Ica-Buffet, 5 Gänge. Aber die Köche können sich einfach alles aussuchen, was ihnen gefällt, damit es auch Spaß macht und nicht einfach, wie gesagt, wie früher auf einem runden Teller anzurichten. Runde Teller gibt es überall. Bei uns gibt es im Grunde genommen alle Formen. Es gibt Materien, es gibt Farbe heute. Die Jury hat es nicht leicht oder wir haben es nicht leicht, manchmal auch mit der Jury zusammenzuarbeiten, weil die Jury eben lieber auf weißen Tellern anrichtet. Aber der Trend heute, auch wenn Sie sich hier unsere Produkte anschauen, Sie sehen, es geht, der ganze Gastronomietrend, auch im Bereich Porzellan, geht alles in die Richtung Farbe, es geht in die Richtung Materie, es gibt Porzellan, es gibt, wir haben jetzt mittlerweile ein neues Produkt, Rockstone, wo man die Vorzüge von Porzellan oder von Stoneware zusammennimmt, neues Produkt mischt. Wie gesagt, es ist nicht nur einfach nur der Teller, es ist das Anfassen, es ist das Feeling. Und das haben wir auch hier in die ICA 2020 mit reingebracht, damit die Köche einfach mehr Freiraum haben und entscheiden, ich kann auf dem Teller anrichten, ich kann auf dem Teller anrichten.